Nee, ich will mal lieber jetzt nie weiter singen. Nie unbedingt, weil ich nicht singen kann und euch dann zu sehr nerve. Ich spreche mal jetzt lieber hier ab und distanziere mich vor allem von dem Text. Ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Sorry, sorry, sorry. Ich tue mich voll distanzieren. Ich habe das aus Versehen wirklich, also das war keine Absicht. Nee, meine Angst ist jetzt nie, dass ihr jetzt deswegen meinen Kanal auf die Blockierliste setzt, weil ich so schräg singe. Mehr Angst habe ich, dass mir jetzt gleich eine Hausdurchsuchung und eine Anklage wegen Volksverhetzung bevorsteht. Das Lied wurde in dem bösen DDR-Unrechtsstaat wurde von einer DDR-Kindergärtnerin komponiert und getextet. Nee, jetzt mal im Ernst, wer es nicht mitbekommen hat. Der Grünen-Politiker Bernd Stengele, das ist thüringischer, oh jetzt müsste ich lügen, irgendein Minister in Thüringen, der hat Björn Höcke und Stefan Möller wegen Volksverhetzung angezeigt. Ist ja von der Sache her erstmal nichts Ungewöhnliches. Gerade gegen Björn Höcke macht dass man das ja gerne, das ist da ja auch schon gewohnt, das juckt den wahrscheinlich gar nicht mehr. Ihr Fehler war, wir haben im Programm zur Landtagswahl ein Gedicht von Franz Langheinrich vorangestellt. Langheinrich habe der völkisch-nationalistischen Szene angehört. Er sei Teil der nationalistischen Deutschen Kunstgesellschaft gewesen, heißt es in der Begründung der Anzeige. Ich muss übrigens sagen, ich bin nie aus der FDJ ausgetreten. Und theoretisch bin ich auch noch Mitglied bei der DSF. Hier habe ich dann einfach mal keine Beiträge mehr bezahlt und bin da eigentlich auch nie ausgetreten. Also, auf alle Fälle wäre es wahrscheinlich besser, ihr löscht mein Abo, damit keiner mitkriegt, dass ihr Kontakt zu mir habt. Nimmt denn die Idiotie in unserem Land gar kein Ende? Es geht um ein Gedicht, beziehungsweise ein Lied. Ja, offiziell geht es darum. Eigentlich vermute ich eher, dass Bernd Stengele wohl nur kurz vor den Wahlen noch ein bisschen Stimmung gegen eine Partei, die der nicht ab kann, eine Stimmung dagegen machen will. Unsere jetzigen Regierungen sind ja zurzeit scheinbar alle mittelrecht, um unliebsame Menschen, Parteien, Meinungen und so weiter zu diskreditieren. Ob sie das nun mit dem Einschnitt in die Meinungs- bzw. Pressefreiheit, wie letztens erst gesehen, oder etwas anderes Verwerfliches bewerkstelligen, ist dabei erstmal völlig egal. Haut drauf mit allem, was ihr habt. Ey, mein Gott, drehen die jetzt alle durch? Sollen demnächst noch andere Sachen verboten werden, wie oben schon angedeutet? Wo fängt das an? Wo geht das weiter? Was kommt als nächstes also auf die Liste? Was ist zum Beispiel mit den Wagner-Festspielen in Bayreuth? Hitler war ein großer Fan von Wagner. Das sollte doch was zu machen sein, oder nie? Oder was ist mit Goethe? Als Geheimrat im Staatsdienst hat er unter anderem auch Todesurteile unterschreiben müssen. Auch ein guter Grund, ihn zu verbieten. Oder wollen wir nicht doch lieber mal so ein schönes Lagerfeuer? Hier in den Bildern jetzt von Berlin. Könnten wir auch in Dresden am Altmarkt, da war ich bestimmt damals auch schon, wo jeder kostenlos seine aufrührerischen Bücher abgeben kann. So kleines Lagerfeuer wäre doch hier in Dresden vielleicht auch mal angebracht. Jeder bringt seine Bücher, die vielleicht nicht ganz so zu der heutigen Zeit passen. Vielleicht hat noch jemand ein Lenin-Buch oder sowas zu Hause liegen. Überlege gerade, habe ich irgendwelche bösen Sachen noch?
Bestimmt. Irgend so altes Schulbuch liegt clever bei mir auch noch irgendwo rum. Also bei der Hausdurchsuchung werden die bestimmt ziemlich aufrührerisches Material finden, wenn die mich dann morgen besuchen kommen. Nee, echt. Es wird immer schlimmer. Sowas gab es in der DDR nie. Hier hatte die Stasi bessere Methoden, um unliebsame Stimmen unten zu halten. Das Niveau der DDR wurde schon vor längerer Zeit unterschritten. Es geht um folgendes Gedicht. Ich blend's mal mit ein. Rauscht ihr noch, ihr alten Wälder, hoch vom Rennsteig, euren holden Gesang? Wiegt ihr noch durch goldene Felder, graue Dome, euren Feierklang? Und du wunderkühle Dagenquelle, liebe Saale, spiegelst du noch helle? Berg und Burg, Reifen, Reifen, Rebenhang? Ja, es taucht aus trauten Fluren und es glänzt mir her vom klaren Fluss, Vaterhaus und Wandersporen, Schlägerklang und rascher Turnergruß. Hürselberg aufspringt die wilde Pforte, Locken wehen im Wind und Mädchenworte, und die Lippe blüht vom ersten, ersten Kuss. Jahre, die dahingezogen, eure Pulse fühle ich warm und klar, und des Lebens bunter Bogen überspringt, was jung und selig war. Voller Ernte wogt zu meinen Füßen, und ihr rauscht, den Abstand mir zu brüchen. Heimatwälder auf mein weißes Haar. Franz Langheinrich. Es gibt auch als Lied, wie es aussieht, Musik von Max Fiedler. Okay. Habe ich aber jetzt nie weiter gesucht, gibt es bestimmt auch irgendwo. Ja. Ich verstehe die Welt nicht mehr, aber na gut. Ihr habt sie doch nicht mehr alle, kann ich da bloß sagen.